Na, Jungs. Nicht auf den Laufenden. Ich bin gerade in die Bar zum Reden. Was? Du warst noch nie da. Natürlich war ich da. Der redet bloß Schrott. Okay, dann scheint es wohl nichts Interessantes bei den Jungs zu geben. Und wir gehen jetzt endlich zur Bar. Was ich ja schon seit längerem vorhab. Seit 3 Tagen ungefähr. Oder 40 Folgen. Keine Ahnung, wie viele Folgen das jetzt sind. Und da ist irgendwo ein Gefangener. Speichere mal ab, weil ich habe keine Lust, hier gegen die ganzen Wächter zu kämpfen. Bist du der Gefangene? Hey. Kannst du mir melden? Ach, das ist Bullet. Hey, alter Kumpel. Так это, он же радиоактивный. Да какая хрен разница? Радиоактивный, радиопассивный. Я же ее не в трусы положу, а на цепочке носить буду. Ничего так, да? Слушай, завязывал бы ты как дерьмово. Не слава кайн гефангенеса. Сколько уже тут паримся? Есть просто Иго Маяковский. Interessant ist nichts weiter. Komisch, warum wird mir das angezeigt? Na, Alter! Grüßen wird von mir, wenn du ihn siehst. Ja, mache ich doch. Und hier war irgendwo eine Anomalie. Ich kann mich noch erinnern, die mich fast in die Luft gefetzt hätte. Ich glaube, hier kann man gut lang gehen. Ja, wir leben noch. Boah, dann haben wir es endlich geschafft, in die Bar zu kommen. Meine Fresse, hat das vielleicht gedauert? Und da rennt sogar ein Freund. Hallo, Freund. Wie siehst denn du aus? Der Veteran. Nerv mich nicht mit deinen Fragen. Geh damit in die Bar. Da haben sie Antworten und Fragen für dich. Ich habe keine Zeit für den Mist. Willst du den Hand... Oh, hast du viel Kohle? Komm, da kriegst du ein Fleischklumpen von mir. Und, guck mal, hier so ein Schleim kannst du natürlich auch ganz gut brauchen, ne? Oder hier so ein Funkensprüher, aber wie fährst du denn damit? Ja, genau. Komm, hier eine Qualle kann ich dir auch nur andrehen. Und, oh, gepresstes, das musst du unbedingt haben. Hier. Und hier, oh, so ein Dorn, das ist ein Must-Have für so einen erfahrenen Stalker für dich, ne? Komm, hier so ein paar Strahlenschutzmittel kann ich auch verkaufen. Brauche ich ja nicht so oft. Und Verbände verkaufe ich. Verbände? Die auch mal 2. Ich habe jetzt gedacht, die sind weg. So. Und jetzt sind alle glücklich. Außer der hier. Der ist tot. Und ich habe schon wieder Hunde. Nein. Schwindet. Da. Ah, nein. 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 Framerate! Wo hat die Verwerten? Ja, ich nehme der runter. Ja, mach ich ja. Na, Digga. Ja, okay. Dass die immer so böse zu einem sind. Wir wollen ja hier kein was tun. Ne, wir mussten ja hoch, glaube ich. Hoch, ja. Oder da hinten lang. Ne, wir mussten doch nicht hoch. Stimmt's? Ja, okay. Scheiße. Und dann links und dann ging's in die Bar. Bar. Ach, endlich wieder an einem Ort, wo man sich etwas wohler fühlt als einem ekligen, dreckigen Banditenlager. Gun 1, hey.
Mit dem kann man leider nicht reden. Ich bin hier wegen des Auftrags. Wie habe ich das denn geschafft? Scheiße. Moment, Lager der Blutsauger, habe ich das nicht? Achso, nee. Nee, war verkehrt. So, erstmal Ausrüstung. Verdammt. Meine Schutzkleidung, bitte. Und meinen ersten Slot. Und meinen zweiten Slot. Verdammt. Und jetzt handeln wir mal. Oha. Beschädigte Panzerung und ein NATO-Exoskelett für 200.000 Rubel. Verdammt. Das ist teuer. Komm, den Schlag verkaufen wir ihm denn. Und dann verkaufe ich ihm dann auch die Zettel. Verdammt. Und die Colt-Python. Sowie ein Feuerball. Wenn mir nur jemand helfen würde. Die Granate, verkaufe ich ihm die? Mache ich einfach mal. Genauso wie die FMJ-Munition, die brauchen wir nicht. Jetzt glaube ich das nicht. Wie habe ich das denn geschafft? Also hier haben wir die ganz normale Munition. So wie hier auch. Die verkaufe ich denn doch. So wie die Störer. Wie habe ich das denn geschafft? Verdammt. Die Pistolen. Warum habe ich die eigentlich mitgenommen? Weiß ich jetzt selbst nicht. Verdammt. Genauso wie die ganzen. Wenn jemand helfen würde. Warum habe ich denn das mitgenommen? Ach ja, Hacker entgegen. Wie habe ich das denn geschafft? Egal, dann verkaufe ich. Hydroschockgeschosse. Warum kümmert mich das überhaupt? Und ACP-Geschosse, die Waffe haben wir verkauft. Und die Schrotladung brauchen wir nicht auch nicht. So, und dann haben wir eine Spitzgeschosse und Gewehrladung. Nicht ummanteltes Geschoss, das für gewöhnlich zur Großwiderg eingesetzt wird. Wie habe ich das denn geschafft? Das schwere Blutgel schlägt auf unsicher Wissen. Okay. Warum soll ich die denn überhaupt behalten? Mach jetzt mehr. Wenn mir jemand helfen würde. Verbesserte Panzer bin ich. Müsse verkaufe ich auch mal. Und Strahl. Verdammt. Könnte nicht. Touristenfolge. Hoffe ich lieber die Bohnen bringen, ein bisschen mehr Kohle. Warum kümmert mich das überhaupt? So. Verdammt. Und John, handeln wir mal. Und wir haben 55.000 Rubel. So. Und einkaufen können wir ja nichts Interessantes. Armbrustbolzen, wir haben ja keine Armbrust, bringt uns also gar nichts. Hier ist noch ein bisschen Munition. Auch alles nicht. Brauchen wir auch nicht. Okay, dann war es das hier mit dem Gehandel. Wir können uns natürlich die beschädigte Panzerung mal angucken. Mal für 10.000. Ja, aber sie hat keinen Bonus, ne? Panzerung, die normalerweise von Stalker-Veteranen verwendet wird. Ist aber durch seine starke Beschädigung nicht mehr für tiefe Zehengänge zu gebrauchen. Also, ich gucke mir das mal an. Nö. Kann ja nicht so verkehrt sein, oder? Verdammt.
So. Wie ist die Lage? Nee, das ist doch ganz doch wesentlich besser. Was läuft, Bruder? Wie geht's? Nicht viel, Kumpel. Wie ist die Lage? Aber wir sind jetzt endlich wieder bei guter Laune-Musik. Yeah. Gut ausgerüstet. Und wir nehmen jetzt mal diese Kiste einfach in Beschlag und hauen da unseren Krempel rein. Hier zum Beispiel so ein paar Munitionsdinger. Guck mal, die Munition hau ich hier mal rein und die Munition. Und die Munition hier. Die nicht, scheiße. Sondern die würde ich da mal reinhauen. Ein paar Verbände habe ich da auch noch rein. Und natürlich den RPG. Zombie-Hände haue ich da rein. Füße und Tentakel. Moment, ein Auge behalte ich, das würde ich abgeben. Und das Akok. Zielfernrohr packe ich da auch mal rein. Also wie die Kugeln packe ich auch, ne? Davon. Schadenschutzmittel nehme ich mal 5 mit. Müsste eigentlich locker reichen. Und wir wiegen noch 30 Kilo. Das sieht ja schon sehr viel besser aus. Ne? Komm, dann packe ich die Touristenfreude auch mal in den Ring. Nehme jetzt bloß hier so 3 Brötchen mit. 3 Baguette-Brote. Ich habe noch die Nudelsuppe, kann ich auch wieder reinpacken. Und nee, alles gut. So. Und ich bin hier wegen des Auftrags. Gegenstand der Helden Gravid. Und eine AK-SVD. Auftrag erfüllt über der Monsters. Auftrag erfüllt Lagerverteidigung. Also Daten ausschalten, Banditen bei dem. Und ups, haben wir hier gekommen. Die ist noch ein bisschen genauer. Macht mehr Schaden, aber hat eine geringere Feuerrate. Und können wir denn da auch ein. Ich glaube, da können wir nichts drauf. Aufsetzen. Diese ist eine modifizierte Version der AK-47. Das Schaft stammt von einem SVD-M2. Der Toleranzabstand der beweglichen Teile wie dem Lader wurde verringert, um eine höhere Präzision zu erlangen. Da gucke ich mal, ob ich da irgendwas drauf basteln kann an Zielfernrohr. Und dann tausche ich die aus. Und ich verliere gar keine Ausdauer gerade. Beim Sprinten. Seht ihr das? Woran liegt das? Ach, wahrscheinlich, weil ich ja die beiden Dinges ja und so leicht bin. So, dann werden wir hier mal Zielfernrohr abmontieren. Und das Gewehr montieren. Jawohl, funktioniert. Aber was braucht denn der für Munition, bitteschön? Er braucht. Steht hier gar nicht. Ah, ist aber schwerer wie die AK-101. Aber hier steht das ja da: panzerbrechende. Der, was braucht denn der für Munition? Bitteschön. Ach, da ganz kleine, muss ich jetzt mal einen Bildschirm ran. 7,62 mal 49 Munition brauchen wir also. Die ist leider nicht so verbreitet, also weiß ich nicht, ob ich die jetzt. Das ist natürlich schwierig jetzt, wenn ich davon jetzt 1000 mitnehme oder so. Da müsste ich dann die ja kaufen, ne? Oha, die ist auch mal derbe teuer. Dann lasse ich die erstmal eingepackt, bevor ich da ein Gefilde komme, wo ich dann auch ordentlich Munition dafür finde.
Und die Grover könnte ich theoretisch auch sausen lassen. Und dann wieder 4 Kilo, die ich spare.